Anzeichen des Verfalls ängstigen ihn. Er beginnt mit leichten Tränen. Statt Barrikaden zu bauen, stellt er Dichte, statt im Laufschritt das Unrecht dieser Welt zu demonstrieren, traktiert er das Laufband. Er überwindet den Schmerz, den man auf sich nimmt, um sich danach besser zu fühlen. Keine Frage, die Entdeckung des Fitnessstudios hat die Leidensfähigkeit der europäischen Intellektuellen entscheidend erhöht. Konrad Paul Liesmann, der ladende Philosoph, hat ein das Fitnesscenter geschrieben. Der gebildete Körper. Die These, das Formen und Modellieren des Körpers ist nicht bloß Erfüllung der darwinistischen These vom Survival of the Fittest. Es